nachher so richtig Ärger eingehandelt hat, kann ich mir vorstellen, dass das auch noch richtig spannend wird. Ja. Okay. Ich habe eine neue Waffe. Alles klar, Kima. Bei welchem Händler? So, okay. Laden wir mal unser Raumschiff nochmal eben wieder auf. Gag-Amulett. Okay, ach, du meinst oben an der Raumstation oder was? Und da hätte ich handeln können und das bekommen, was ich brauche zum Bauen. Okay. Wir werden uns da hinten nochmal eben das Plutonium schnappen und dann gehen wir nochmal eben hoch. Auch das, ich finde das total, das wirkt so gigantisch. Also es ist, was in dem Spiel auf jeden Fall ist, es ist atmosphärisch wie Sau. So, und ich glaube auch davon lebt das. Und wenn man sich davon packen lässt. Dann ist das geil. Ich glaube, dann hat man auch wirklich Spaß in dem Spiel. Wieso schwebten die da in der Luft? Das ist doch nicht richtig so, oder? Kein Analysevisier installiert. Okay, schade. Killer Bay, moin. Driviak, danke für deinen Host. Ich muss mal eben kurz durchgucken. Okay. Kaufen. Suspensionsflüssigkeit. Antimaterie. Okay, Emeril, was ist das denn? Ein silbriges, was ist das begehrtes Element? Okay, das werde ich nicht verkaufen. Gag-Amulett. Glücksbringer-Amulett, getragen werden. Okay. So, dann werden wir jetzt mal eben gucken.
Dann ist das ja hier beim Raumschiff. Nur einen freien Platz. Ach, das ist doch kacke. Okay. Elektronendampf. Eine eingefangene Wolke aus ionisierten Elektronen. Ein grundlegender Bestandteil vieler Technologien. Okay. Die Warpzelle brauche ich, ne? Mit diesem Treibstoff wird der Hyperantrieb eines Raumschiffs aufgeladen und Hyperlichtgeschwindigkeit erreicht. Ach Gott, 20%! Ist ja lächerlich. Dann brauche ich ja noch mehr, wa? Wenn wir gerade schon mal hier sind, dann hole ich noch ein bisschen was auf. Auf Halde. Gurgelfin, moin! Dir würde die Alte auf den Keks gehen? Nö, überhaupt nicht. Okay. Jetzt gibt's keine Antimaterie mehr. Okay. Aber man könnte sich eine Suspensionsflüssigkeit holen. Und schon mal den anderen Scheiß herstellen, den ich bestimmt irgendwann mal brauche und jetzt noch nicht und das völlig unsinnig ist. Aber es macht nichts. Hm. Ja, jetzt ist natürlich die Frage, ich habe ja keinen Platz, ne? Okay, Titan kann ich da mehr... Okay, ich muss mal eben kurz gucken, ob ich vielleicht irgendwas herstellen kann. Mikrodichtes Gewebe. Das bräuchte ich ja auch für irgendwas. Raritäten, nee. Aber hier großartig herstellen kann ich im Moment nichts. Hm. Ja, gute Frage. Okay, lade ich die jetzt wieder auf. Ich habe so viel Plutonium. Plutonium. Mhm. Plutonium. Nukular. Es heißt Nukular. Reisemeilenstein erreicht. Juhu. Ah, okay. Dankeschön, Didif. Wie viele Credits? Nicht so viele. Ich glaube, 100.000 habe ich jetzt gerade. Mal eben kurz warten. Ey, ohne Scheiß, ich feiere das total. Ich finde das total geil, dass ich hier abheben kann. Einfach so und ich kann alles erforschen. Da ist Gold, das bauen wir ab. Geil. Ich meine, das mit dem neuen Schiff ist natürlich ein Ziel, ne? Oh, ich würde das feiern, wenn es so etwas größere Kreuzer gäbe. Vor allen Dingen, die man auch, wo man auch zusammen drauf kann, dass man Leute auf sein Schiff einladen kann. Das wäre cool. Oh. Aber der Bergbaustrahl ist schon gut. Emeril ist noch wertvoller. Ja, das macht nichts. Weil ich das Gold ja verkaufen will. Und Gold finde ich halt so oft.
Ach so. Ja, ja. Ja, kann sich nur noch um Stunden handeln. Hayagu, moin. Nur falls ich es mal sehen. Ja, ein bisschen Emerald habe ich. Dein No Man's Sky läuft nicht. Das tut mir natürlich leid für dich. Also meins auch erst seit gestern Abend. Seit der letzten... Oh. Huch. Okay, ich habe doch bestimmt... Habe ich nicht, verdammt. Nein! So, das nehme ich, um das da aufzuladen. Und um das aufzuladen, dann habe ich bestimmt wieder einen Inventarplatz. Das ist doch super! Liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Ich gehe den ganzen Scheiß gleich wieder verscheuern. Und dann mache ich hier mein großes No Man's Sky Money. Dein Ernst jetzt, Januar? Also bitte keine Spoiler hier, ne? Ich meine, gestern war noch ein Update, ja? Ich bin mir nicht sicher. Ich hab's nämlich gar nicht... Ich hab's gestern überhaupt nicht gespielt. Oder nur kurz, glaube ich. Also bei Spoilern dürfen sich meine Mods auch frei fühlen zu timeouten, ne? Ich meine, das ist eigentlich immer selbstredend, dass man nicht sowas nicht verrät gerade. Das ist genauso wie zu erzählen in... Wie heißt der Film noch mit Bruce Willis? Ich sehe tote Menschen. Ne, ihr wisst schon, was ich meine, alle, die den gesehen haben. Ich werde es jetzt nicht machen. Das Spoilern. Nils, wo? Hey, Alter, moin, wie geht's dir? Das No Man's Sky Fieber? Es geht so.